Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Risen 3, hier mit unserem super tollen Kapitänsputzi und seinem besten Freund Tim Bones und... Fleisch? Ich wollte euch eigentlich den Mascot zeigen, aber hey, wenn da Fleisch rumliegt, dann nehme ich auch das Fleisch. Habe ich was zum Braten? Ja, ich habe was zum Braten, das ist gut. Das heißt, wir haben wieder ein bisschen Proviant dabei. Diese Kiste dürften wir schon gelootet haben. Nein. Maki und Wasser. Warum nicht? Das Wasserfass, das ist zwar sehr schön. Oh, da steht ein Bett. Ja, der Bones, der hat doch gesagt, leg dich mal aufs Ohr. Du bist schon total bäh. Na, dann mache ich das jetzt mal. Ich leg mich da jetzt mal hin. Was passiert? Oha. Was ist denn das jetzt? Oh Mann. Okay. Was zur Hölle ist das jetzt wieder für eine Scheiße? Okay, ich habe keine Waffe, was mich etwas unrund macht. Das gefällt mir ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich habe keine Waffe, ich kann nicht zaubern, ich kann nur rumspringen. Wie so ein Vollspinner. Da lag gerade Seelenstaub. Was auch immer das ist, aber hey. Wir looten es einfach mal. Kann ich ins Menü? Nein, ich kann auch nicht ins Menü. Also das ist jetzt ein totaler Blindflug. Ich habe hier noch was zu erledigen. Aha. Ich darf also auch nicht zu weit weg. Na, das ist ja sehr schön. Seelenstaub. Noch mehr Seelenstaub. Ist das das Einzige, was ich will? Hey, wer bist denn du? Mendoza, ich werde nicht mehr. Der Inquisitor aus dem ersten Teil von Risen, den haben wir vorher gerade kennengelernt im Risen 1 Let's Play. Spoiler, Spoiler. Er ist der Böse. Ja, reden wir mal mit ihm. Ich hab's gewusst. Jetzt quatscht er mich auch noch an. Was zum Henker ist hier los? Jetzt sag bloß, du bist überrascht. Moment mal, ich... Es ist immer das Gleiche mit euch Neulingen. Erst völlige Orientierungslosigkeit, dann kommt die Phase des Nicht-Wahrhaben-Wollens. Schließlich kommt die der völligen Verzweiflung und des Wahnsinns. Aber ich kann dich beruhigen. Wenn sich bei dir in der Ewigkeit die totale Gleichgültigkeit einstellt, merkst du nicht mehr allzu viel davon. Aha. Well, ja. Ja, wir wissen, wer er ist, wir wissen nicht, wo wir sind. Wo sind wir hier? Das willst du doch gar nicht wissen, glaub mir. Zu viele Fragen werden dich nur noch schneller in den Wahnsinn treiben. Mhm. Doch, ich will es wissen. Also sprich schon. Du kannst die Wahrheit doch gar nicht vertragen, Bürschchen. Boah, bitte. Muss ich dich erst zwingen zu antworten? Du beginnst den alten Mendoza zu langweilen. Such dir jemand anderen, dem du deine dämlichen Fragen stellen kannst. Ich muss nun gehen. Halt, warte. Aha. Oh Mann, was für ein Albtraum. Ich brauche dringend Hilfe, sonst werde ich noch wahnsinnig. Bones ist doch mein Arzt. Vielleicht hat er was für mich. Ja. Ich habe fürchterliche Albträume. Hör mal, ich bin dein Arzt, nicht dein Seelendoktor. Obwohl... Es fühlt sich so schrecklich real an, dass mich das kalte Grausen packt. Ich bin nur eine leere Hülle und irre durch farblose Ebenen ohne Leben, ohne Ziel. Ach, das meinst du? Tja, da wirst du dich dran gewöhnen müssen. Es ist ein Gefühl, als ob die Zeit stillsteht. Und ich kann kaum atmen. Du hast keinen Geist mehr und wirst immer mehr zu einem Schergen der Unterwelt. Schon vergessen? Aha. Ich habe von einem Kerl namens Mendoza geträumt. Was denn? Meinst du etwa Mendoza, den Inquisitor? Kennst du ihn? Wer kennt ihn nicht? Das war ein ganz übler Bursche, sag ich dir. Wer seinen Befehl nicht gehorchte, wurde kurzerhand aus dem Weg geräumt. Man sagt, er sei sogar mit den Piraten im Bunde und mit ihnen auf Kaperfahrt gewesen. Mhm. Hört sich interessant an. Du willst seinem Kerl nicht begegnen, glaub mir. Er soll Hunderte auf dem Gewissen haben. Mag sein, doch eine Sache ist mir dabei noch ein Rätsel.
Wieso sollte ein hochdekorierter Inquisitor mit Piraten paktieren? Keine Ahnung. Er ist schon lange tot. Sorry. Komisch ist nur, dass du gerade jetzt von ihm sprichst. Mir war so, als hätte ich vor kurzem im Westen von Taranis eins der Schiffe gesehen, auf denen Mendoza früher gesegelt sein soll. Ist wahrscheinlich nur ein Zufall. Na klar. Du bist mein Arzt. Du musst mir helfen. Na schön, lass mich mal überlegen. Ich weiß noch genau, wie es war, als mein Geist im Schattenreich weilte. Ich irrte in der Südsee umher auf der Suche nach Hilfe, genau wie du jetzt. Hilfe fand ich jedoch erst bei den Schamanen der Eingeborenen. Sie verschafften mir Linderung. Mhm. Linderung. Aber sie lösten dein Problem nicht. Nein, aber sie halfen mir besser damit zu leben. Eine Zeit lang jedenfalls. Ja, ich denke, ich kann dir helfen. Aber dazu will ich erst mit einem Experten sprechen. Finde einen Schamanen, der sich mit Voodoo auskennt. Er wird uns sagen, wie wir die Symptome deiner Geistlosigkeit lindern können. Versuch am besten bis dahin alles zu vermeiden, was dich dämonischer macht. Aha. Was wäre das? Was macht mich dämonischer? Je schlechter deine Taten, umso eher mutierst du zu einem Dämon. Wenn du dir deine Menschlichkeit erhalten willst, dann solltest du vermeiden, andere schlecht zu behandeln. Mhm. Ich will den Menschen nicht schaden. Ich will für sie kämpfen. Das sind schon mal gute Voraussetzungen, um dir deine Menschlichkeit zu bewahren. Alles, was du von nun an tust, wird Konsequenzen haben. Je mehr sich deine Seele den Schatten nähert, umso eher greifen die Schergen nach dir. Warum sollte ich das wollen? Nun, eine dämonische Seele ist stark. Sie kann so schnell nichts aus der Bahn werfen. Außerdem kannst du so andere dämonische Seelen zu mächtigen Verbündeten machen. Auf der anderen Seite wird kein guter Mensch dir mehr helfen wollen, wenn du gänzlich dem Bösen verfallen bist. Hm, verstehe. Wie auch immer du dich entscheiden wirst, ich jedenfalls bleibe an deiner Seite, mein Freund. Gut zu wissen. Ja. Ich habe hier so etwas wie Seelenstaub gefunden. Hm, keine Ahnung, was das ist. Aber dir läuft bestimmt noch der Passende über den Weg, der dir dazu etwas sagen kann. Toll. Am besten du behältst das Zeug so lange in deiner Tasche. Du bist richtig nützlich. Was hast du außer deiner Überweisung an einen Schamanen noch anzubieten? Die Schamanen haben damals bei meiner Behandlung schwarze Herzen verwendet. Das hat mir geholfen, mein verdorbenes Blut wieder aufzufrischen. Mhm. Schwarzes was? Schwarze Herzen haben eine gewisse heilende Wirkung auf unseren Organismus. Vor allem dann, wenn er geistlos ist, kräftigen sie unser Blut. Aber ich habe keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Ich bin kein Schamane. Du bist ein Eierbär. Was genau sind diese schwarzen Herzen? Es ist der Ort, von dem ein Dämon all seine Kraft bezieht. Ein Schattenlord oder ein Scherge des Schattenreichs trägt so ein schwarzes Herz in seiner Brust. Um da heranzukommen, musst du es ihnen aus der Brust schneiden. Du willst, dass ich Schergenherzen sammle? Wenn ich es recht bedenke, dann vergiss die Schergen. Ich fürchte, in deinem schwerwiegenden Falle helfen wohl nur die Herzen der Schattenlords selbst. Toll. Ich soll also einem Schattenlord das Herz herausschneiden, ja? Du bist doch völlig ausgerastet. Wie soll ich das denn anstellen? Keine Ahnung. Wenn ich's weiß, sage ich dir Bescheid. Toll. Na gut, ich würde mich jetzt trotzdem gern wieder hinlegen, weil ich will... Ja, genau. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Kann ich jetzt schlafen? Ja, hey, ich habe durchgepennt. Wenigstens was. So, gut. Vasco, mach's gut, Keule. Wir gehen da jetzt hoch, weil wir wollen ja eigentlich nach Puerto Sacarico. Also in die Stadt, die sich hier irgendwo versteckt. Dafür müssen wir da aber hoch.
Da haben wir das letzte Mal mit so üblem Zeugs, Schergen und so gekämpft. Ich glaube, das ist dann der Weg nach Puerto Sacarico rüber. Vorher will ich mich da drinnen nochmal ein bisschen umschauen, wo wir die Leiche gefunden haben, die jetzt weg ist. Da ist wieder so ein Äffchen. Ich sag, dass die Äffchen eine ganz spezielle Ding haben. Ja, ganz genau. Dass überall, wo ich Äffchen sehe, werde ich wahrscheinlich irgendwann mal so einen Zauber bekommen, dass ich mich in dieses Äffchen reinversetzen kann. So würde ich das jetzt mal schätzen. So, da haben wir die Ghule vorher abgefertigt. Was haben wir denn noch? Schlangenwurz. Da steht noch so ein Scherge unten. Schauen wir mal, was wir hier noch haben. Geisterpilz. Ah ja, noch ein Ghoul. Na komm zu Papa. Au. Der gute alte Bonesy, auf den ist Verlass. So, wo kommen wir hier jetzt hin? Aha. Hey, das schaut ja gar nicht mal so verpestet aus von diesen komischen Dunkelbruttypen. Aus deiner Haut mach ich mir eine Mütze. Aha, ein Kobold. Aua. Sehr flink, das kleine Kerlchen. Außer ich schieße ihm ins Gesicht. Dann ist er nicht mehr so flink. Zertrümmer ich den Schädel. Aua. So, was haben die? Hey, die haben Gold dabei. Fackeln und lauter so nützliches Zeug, das ist eigentlich ganz nett. Lass mir auch noch was übrig. Mhm, daneben, mein kleiner Freund. Das war's mit dem. Die sind aber interessant. Das sind interessante kleine Wesen. Da kommt gleich noch einer. Die wollen es jetzt aber wirklich wissen. Wow! Wie ich einfach mal wieder drauf vergessen habe, dass ich mich wegrollen kann. Scheiße nochmal. Jetzt gehe ich drauf auch gleich. Ah, den Bones ist halt doch Verlass. Er heilt mich. Er gleicht meine Dummheit sehr gut aus. Au. Gut so. Mann. Was bin ich doch für ein Seppel. Mhm. Mal kurz das Schloss hier knacken. Mhm. Ja, war jetzt nicht so schwer. Gold. Papageienflug. Ja, heil mich nur. Das ist schon okay so. Du bist der Arzt. Du musst mich heilen. Ich setze mich dabei auf eine Bank. Nein, geh weg. Steh auf. Ich will nicht auf der Bank sitzen. Wo geht's denn da jetzt hin? Sehr, sehr spannend, diese Insel zu erkunden. Obwohl ich hier eigentlich überhaupt nichts zu suchen habe. Aber trotzdem, sehr witzig. Aha. Eine Feuerblume. Vorne steht noch ein Ghoul. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Oh. Ah, jetzt heißt sie da rollen. Au. Der gute Bone so gut ist und einen von denen endlich mal absticht. Tu nicht rumeiern. So, halt mich. Au. Au. Jetzt hört's halt auf. Ja, ist ja gut, Mann. So, der eine ist mal weg. Au.
so nützlich er meistens auch ist, aber manches Mal dürfte seine KI dann doch ziemlich derbe Patzer haben. Weil er dann einfach in der Gegend rumsteht und schaut, während ich massakriert werde. Wieso gehst du jetzt noch immer mich an? Hat er doch eh schon viermal einer reingehaut. Jetzt stirb halt endlich. Sack's auf. So. Gut. Hätten wir das auch. Ich will da gar nicht reingehen, da ist wahrscheinlich noch so ein Zeug drin. Wenn nicht sogar noch Schlimmeres. Wie habe ich ihn jetzt halt noch umgehört? Da ist er. Sack's auf, Drecksack, Arschloch. So. Jetzt darin. Ich hoffe, die Brücke trägt mein Gewicht. So viel wiegst du nun auch wieder nicht. Moment, findest du mich dick? Vergiss es. Ja, ich finde dich dick. Hey, die können schießen? Das finde ich nicht nett. Not okay. Ah, wie jedes Mal die falsche Taste erwische. Ah, das wollte ich. Ah. Ja, das wäre jetzt fast schon mal knapp geworden für mich. So. Sacksau, Drecksack, Arschloch. Darunter fliegen ist, glaube ich, nicht gesund. Das machen wir nicht. Das Schloss ist zu kompliziert für mich. Mhm, Bauplan. Herz, großer Jäger, Blafasel. Los, ah, da hat mich wieder so ein Kobold gesehen. Das tat weh. Keine Sacksau. Kleine Sacksau. Eine große Sacksau und eine kleine Sacksau. Da haben wir noch einen. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Gut gemacht. Kamerad Bones. Mach ich noch so ein kleiner Mütze. Drecksack. Das tat weh. Ja. Sind da noch so kleine Sacksäue? Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Um das gute Opferfleisch. Das Opferfleisch, natürlich. Wie konnte ich das Opferfleisch nur vergessen? So, ich habe immer irgendwie Angst, dass aus den Steinen da jetzt so ein schwarzes Vieh hervorbricht, der uns da schon dreimal fies überrascht hat. Okay, Gold. Schneeflechte, noch mehr Gold. Lololo. Welches sadistische Schwein. Büste. Gegen Ende des 50-jährigen Krieges bekamen die Krieger zunehmend das große Zittern. Wie ein Fluch breitete es sich aus und machte ihre Treffsicherheit und somit die Chance auf einen Sieg zunichte. Erst der Konsum eines Spezialgebräus gab ihnen die Kontrolle zurück und entschied den Kampf. Der letzte Tropfen wurde schließlich in der Zitadelle auf Kalador verwahrt. So, so. In der Zitadelle auf Kalador, also. Okay, diese Büste, die ich da jetzt gefunden habe, was ist denn das? Ist das Zeug, was ich verkaufen kann? Ja. Büste eines barbarischen Kriegers. Na gut. Das heißt, diese Höhle haben wir eigentlich geklärt. Lauter fieser kleiner Kobolde. Mhm. Proviant. Finde ich gut. Ja, die Richtung stimmt auf jeden Fall schon mal. Die Frage ist, wo geht's dahin?
Ah, da geht's weiter in den Norden und da ist dann dieses... Ah ja, okay, ich sehe schon. Ich sollte vielleicht mal wirklich den Quest machen, bevor ich mich da in dieses Nordgebiet wage. Weil das Nordgebiet ist dann das, wo ich definitiv diesen Schattenlord treffen werde. Und ich glaube nicht, dass ich im Moment für den schon stark genug bin. Deswegen zurück durch die Höhle. So. Jetzt könnte ich da entweder weiter direkt nach Norden, was mir auch nicht sonderbar viel bringt, das wäre mehr Umweg, weil ich kann auch einfach da unten gehen, wenn ich mich richtig entsinne, kann ich auch einfach da unten durchgehen. Ist hier noch... Ah nein, da habe ich den Teleportstein gefunden, richtig. Richtig, ich erinnere mich, ich erinnere mich. So. Das sollte jetzt eigentlich nicht mehr viel sein. Was ist das? Oha, apropos Teleportstein. Na, sehr cool. Ja, ja, Einsatz. Geht doch. Gut, das heißt, wir haben einen zweiten Teleporter aktiviert. Bin ich sehr gut. Schau, ein Vogel. Ja. So. Jetzt nochmal zurück da zu diesem Turm. Das ist ein guter Ausgangspunkt. Da haben wir eigentlich eh alles leer geräumt. Die Leiche von dem Typen ist auf wundersame Weise verschwunden. Aber das stört nicht weiter. So, und hier gehen wir jetzt dann durch in der nächsten Folge in Richtung Puerto Sacarico. Ich wünsche euch bis dahin noch viel Spaß. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Peace, euer Eggie.